Was sehen Sie, wenn Sie sofort in irgendeine Wohnung reingehen, in ein Haus? Sie sehen, ob der Boden sauber ist, ob die Fenster geputzt sind. Und wir haben Sachen jetzt für Sie. Wir haben Roboter, die diese Arbeiten für Sie abnehmen, dass Sie das nicht selber machen müssen. Viel einfacher, viel sicherer und Sie können die Zeit mit was Besserem verbringen. Ja, allerdings. Also was Besseres könnte sein, Fernseh schauen, Buch lesen, mit den Kindern spielen, was auch immer. Alles ist schöner als die Hausarbeit. Aber sie muss gemacht werden. Und deswegen möchte ich beginnen mit dem Fußboden. Also Fußboden putzen bzw. saugen, das lasse ich mir noch gefallen, wenn der Staubsauger A nicht zu schwer ist und B, ich nicht ständig von Steckdose zu Steckdose rennen muss und ich nicht erstmal den Staubsauger zusammenbasteln muss, bevor ich überhaupt saugen kann. Der hier, schauen Sie mal, das ist unser erstes Modell. Der kommt mit Wandhalterung zu nach Hause. Das heißt, immer wenn ich gekrümelt habe, mache ich Folgendes. Zack, ich nehme ihn ab und schon ist er fertig, muss ich nichts zusammenstecken. Ich muss nicht erst gucken, sind die Filter bzw. die Staubbehälter, muss ich die wieder erneuern? Nein, der ist kabellos, der ist leicht und der benötigt ab sofort keine Staubsaugerbehälter mehr. Die Beutel, ne? Sie wissen schon, was ich meine, Staubsaugerbeutel, brauchen wir ja auch nicht mehr. Und das ist die Revolution. Wir alle kennen Akkuzyklonstaubsauger. Wir stolpern ja in jeder Werbepause über die Akkuzyklonstaubsauger. Und das ist natürlich auch was Tolles, weil A, habe ich nicht diese störenden Kabel und ich kann natürlich auch dort saugen, wo ich sonst immer ganz schwer hinzukommen habe. Zum Beispiel auch mal Treppen. Ja? Wir alle kennen das. Wer Treppen zu Hause hat, der weiß, mit einem kabelgebundenen Staubsauger ist das sehr, sehr schwierig. Hier aber ist das gar kein Problem mehr, denn ich kann über mehrere Etagen saugen, ich kann oben saugen, ich kann unten saugen, weil der ist nicht schwer. Schauen Sie mal, das ist ein Fliegengewicht und das mit einer Akkuleistung von bis zu 50 Minuten. Das heißt, ich kann hier am Stück fast eine ganze Stunde saugen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Ja? Aber das Tolle an den Akku-Zyklon-Staubsaugern ist natürlich nicht nur die Zyklontechnologie, beziehungsweise hier, dass die kabellos sind, sondern die Kombination aus starker Saugleistung und der rotorbetriebenen Bürste. Und die möchte ich Ihnen mal zeigen. Die befindet sich hier. Schauen Sie mal, wir haben hier eine Bürste und die dreht sich immer. Ja? Wie so eine Waschanlage fürs Auto vergleiche ich das immer. Ich stoppe die mal kurz, da sieht man es. Ups, ich bin gerade auf unser nächstes Produkt gekommen. Hier, schauen Sie. Und dadurch wird der Fußboden wieder wie aufgefrischt. Ja, gerade wenn Sie hochflorigen Teppichboden haben, werden die Fasern wieder aufgefrischt und die Haare werden hier schön herausgezogen. Dann haben wir hier diese kleine LED-Lichtleiste. Das heißt, ich sehe auch unterm Bett, wo sind die Fusseln. Und ich habe ein tolles Knickgelenk. Schauen Sie. Das heißt, ich kann auch schön um die Ecken saugen. Ich komme überall spielend einfach hin. Das ist so ein bisschen, ich beschreibe das immer wie Tanzen. Ne? Früher war Staubsaugen lästig und dann hatte man danach immer Rückenschmerzen. Heute geht das so einfach. Schauen Sie mal. Der ist nicht schwer. Das ist ein Fliegengewicht. So leicht, ich kann den mit einem Finger hochheben. Ja, eben. Den kannst du mit einem Finger heben. Und er hat zwei Saugmodi. Also man drückt einmal, dann hat man den sparsamen Economy-Modus. Und wenn man noch ein zweites Mal drückt, dann habe ich hier den sehr, sehr kraftvollen Power-Modus. Zum Beispiel, wenn ich auch mal einen Teppich absaugen möchte. Ne? Also das ist natürlich hier sehr, sehr schön gemacht. Und Sie sehen es schon, wie geschmeidig der auch um die Ecken fährt. Ich sehe auch immer dann, wann ich den Behälter wieder ausleeren muss. Ne? Wenn er voll ist, sehe ich das, okay, dann nehme ich den hier ab. Das zeige ich Ihnen auch mal, wie einfach das geht. Diese roten Tasten, ne, die finden Sie, das sind Funktionstasten überall da, wo Sie drücken können. Nehme ich dann das hier ab. So, und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach das ist, den zu entleeren. Man hat hier so einen Knopfdruck, ja, und da, ups, da kommen schon die Fusseln mit raus. Ja, und dann sehen Sie, okay, jetzt kann ich ihn mal wieder entleeren. Ist natürlich auch super gut für die Allergiker. Und was ich Ihnen noch zeigen möchte, das bekommen Sie gratis noch mitgeschenkt. Schauen Sie mal, das ist hier diese praktische Aufbewahrung für meine Fugendüse und natürlich die Polsterdüse. Und diese Wandhalterung, die dient natürlich auch dazu, dass mein Akkustaubsauger immer geladen wird. So, jetzt nehme ich das hier runter, stecke das hier drauf und habe jetzt ein Handstaubsauger mit der gleichen Leistung wie der Bodenstaubsauger. Das ist natürlich toll, weil früher waren ja Handstaubsauger so ein bisschen verpönt. Ja? Wenn man das Auto aussaugen wollte, hat man gesagt, nimm keinen Handstaubsauger, da kriegst du die Fusseln eh nicht weg. Und schauen Sie mal, jetzt haben wir hier hinter Jessica so ein Sofa, können wir ganz einfach absaugen, wenn wir das wollen, oder? Ja, du kannst einen Handstaubsauger dafür nehmen und das Tolle ist halt, es ist kein normaler Handstaubsauger. Die kennen Sie, die machen sind vielleicht gut für Krümel auf dem Boden, wenn kein Teppich ist. Ja. Aber hier, das ist ein richtig leistungsstarker Staubsauger. Der hat die Leistung eines Bodenstaubsaugers für die Hand. Wir haben bei uns auch einen Handstaubsauger, den nehmen wir aber auch wirklich nur für Krümel nach dem Frühstück auf dem Holzboden. Danke.
dafür ist das natürlich ausreichend. Aber hier kann man mal richtig sauber machen. Dass man eben auch mal, was weiß ich, wenn man Krümel im Teppich hat oder hier in so einem Polster, kann man hier in die Fugen reingehen und der saugt richtig stark. Und Jessica zeigt uns auch, wie man hier in Handumdrehen die Düsen einfach wechselt. Ne? Weil man jetzt zum Beispiel zwischen den Autos sitzt, so beim Sofa, wenn man da so Ritzen hat, da sammeln sich die Krümel immer ab. Da haben wir hier so eine praktische 2-in-1 Fugenbürste, damit ich auch schön zwischen den Ritzen mal absaugen kann. Ne? Oder da, wo auch die Kinder sitzen, dass man da mal schnell das absaugt. Das geht ja immer so schnell, dass die Kinder alles schmutzig machen und verkrümeln. Das ist natürlich die Revolution. Oder wenn du Haustiere hast, ich kenne das ja, wenn der Hund mit auf dem Sofa sitzen darf, uiuiui, dann brauchst du unbedingt einen leistungsstarken Staubsauger und im besten Fall auch noch einen leistungsstarken Handstaubsauger. Und hier haben sie beides in einem. Ja, ich wollte schon sagen, nicht nur kleine Kinder, auch große Kinder. Wir essen ja gerne beim Fernsehen Nüsse, Chips, Salzstangen, das krümelt natürlich alles. Genau. Kekse im Auto sind ganz, ganz schlimm. Das machen eben auch große Kinder und dafür braucht man einen leistungsstarken Staubsauger. Und gerade, du hattest Auto gesagt, wenn man da an die Tankstelle fährt, dann muss man immer warten. Dann ist dieser schrecklich lange Schlauch, der dreckig ist, aber nie lang genug ist. Und man muss halt warten. Hier kann man einfach seinen Staubsauger nehmen, weil man einen leistungsstarken Handstaubsauger hat und damit mal richtig sauber machen. Unser 2-in-1 Akku-Zyklon-Staubsauger hat die Bestellnummer NX3370569. Sie sparen heute 4,50 Euro beim TV-Sonderpreis hier für 85,49 Euro. Zur UVP sparen Sie sogar 57%. Die UVP liegt hierbei deutlich über 100 Euro. 85,49 Euro für unseren 2-in-1 Akku-Zyklon-Bodenstaubsauger. Also wirklich so viele Vorteile mit der Bürste, mit der Saugleistung im Handstaubsauger. Jetzt haben wir noch einen, der heißt, ich lese das mal vor hier, 3-in-1 Zyklon Hand- und Bodensauger mit Wischaufsatz. Ja. Das klingt ja interessant. Das ist auch interessant und das sehen auch viele Kunden so. Das ist unser beliebtester Staubsauger, den wir im Sortiment haben, weil der kann noch viel mehr als Staubsaugen. Der kommt hier wieder mit dieser praktischen Wandhalterung zu Ihnen nach Hause. Ich liebe das ja. Das heißt, der ist nicht nur immer griffbereit, sondern der wird auch immer geladen. Weil früher hat man das immer vergessen. Akkubetriebene Geräte sind zwar toll, aber man hat immer vergessen, die zu laden. Ne? Ja. So ist es ja mit dem Smartphone auch. Und hier hast du es immer griffbereit und der ist immer geladen. Jetzt ist das hier unser leistungsstärkstes Modell, was wir derzeit im Sortiment haben. Das ist unser leistungsstärkster Akku-Zyklon-Staubsauger. Also hier erstmal wieder kabellos, beutellos und mit einer sehr, sehr starken Leistung. Nämlich mit 20 Kilopascal Saugleistung. Am Anfang konnte ich mit dieser Zahl nichts anfangen. 20 Kilopascal, da habe ich gar keine Vorstellung. Da habe ich mal nachgeschaut, was handelsübliche Staubsauger mit Kabel, was sie für eine Leistung haben, zwischen 10 bis 15, der hat 20 Kilopascal Leistung. Das ist unnormal viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Dann hat er auch hier wieder noch einen Power-Modus. So, und jetzt zeige ich Ihnen noch eine ganz, ganz tolle Funktion. Also wir haben natürlich auch hier wieder den Aufsatz, um ihn zu einem Handstaubsauger umzufunktionieren. Der ist selbstverständlich gratis für Sie mit dabei. Aber ähnlich wie beim Vorgängermodell kann der natürlich noch viel, viel mehr. Hier sehen wir erstmal noch schön diese motorbetriebene Bürste. Ja, ich schalte die auch nochmal ein. Zack. Das heißt, auch hier für hochflorige Teppichböden ist das natürlich ideal. Aber jetzt möchte ich Ihnen was zeigen, denn diesen Aufsatz zum Staubsaugen, den nehmen wir jetzt einfach runter. Wir hatten ja gesagt 3-in-1, also leistungsstärkster Fußbodenstaubsauger, leistungsstarker Handstaubsauger und jetzt kommt's, das machen Sie mit Ihrem Zuhause bitte nicht nach. Sie bekommen hier außerdem noch einen Wischaufsatz. Ach, Wisch- oh ja. und Polieraufsatz. Und das ist wirklich die Revolution. Schauen Sie mal, Sie stecken das jetzt hier einfach drauf und jetzt haben Sie im Handumdrehen auch noch eine Poliermaschine. Sie sehen ja hier diese rotierenden Pads, diese rotierenden Teller. Und die sorgen jetzt dafür, dass Ihr Boden nicht nur gewischt wird, sondern auch noch poliert wird. Ja, Sie sehen hier ganz, ganz viele Umdrehungen pro Minute. Die Pads bekommen Sie mit dazu. Und das Schöne ist, ich habe hier Wasser eingefüllt mit noch so ein bisschen Bodenpolitur. Und das Schöne ist jetzt hier, jetzt wird hier jedes Mal frisches Wasser hinzugefügt. Ne? Weil wenn du normalerweise wischst, ist ja immer der Nachteil, dass du dann immer mit demselben Wasser mit den Händen ins Wasser musst, ja, und auch mit dem gleichen Wasser putzt du ja auch deinen Fußboden. Und hier wird jedes Mal frisches Wasser hinzugefügt. Also das ist für mich eine absolute Granate. Jeder, den ich das zeige und vorstelle, sagt immer, Mensch, den muss ich unbedingt haben. Auch Moni hat letztens gesagt, den will ich unbedingt haben. Das ist einfach ein absolutes Highlight. Und schau mal, wie schnell das hier geht bei Jessie.
Ja, ich finde das, schauen Sie mal, man kann hier richtig, man sieht, wie sich das schon spiegelt hier. So sauber, blitzeblank wird das. Und das ist, weil es eben griffbereit ist, das ist das Tolle hier, müssen Sie keinen Eimer holen, Sie müssen keinen Wischmopp holen. Wenn mal der Hund mit schmutzigen Pfoten reinkommt, wenn die Kinder mit, gerade jetzt mit nassen Schuhen reinkommen, da sind ja überall diese Fußabdrücke. Hier mit diesem Bodenwisch Gerät, sag ich mal, können Sie das alles eben im Handumdrehen machen. Der hängt in der Halterung, ist immer voll. Und dann, schauen Sie mal, blitzeblank, da kann man sich drin sehen. Dass da wird man beneidet um so saubere Fußböden. Das geht echt schnell. Und das ist eben das Schöne, ja? Du hast schnell mal eben durchgesaugt und auch mal schnell eben durchgewischt, weil normalerweise hast du einen schweren Wassereimer. Und wenn du dann auf mehreren Etagen wohnst, dann den schweren Wassereimer schleppen, dann immer mit den Händen in diese Brühe rein. Also das ist auch nicht schön. Und dann hat man eben keine Lust zu wischen, ist ja klar. Aber somit macht das Wischen Spaß, weil sie haben a, saubere, trockene Hände und sie haben auch gleichzeitig noch poliert. Weil um so einen glänzenden Fußboden zu erzeugen, brauchst du eigentlich viel, viel Kraft. Und Jessie, du wendest hier gerade keine Kraft an, oder? Nee, gar nicht. Also es geht echt rucki zu. Okay. Vor allem, was ich immer mega anstrengend finde, ist, wenn man den Wassereimer hinter sich mitschleppen muss. Und das ist hier echt gar nicht problematisch oder so. Das geht wirklich, also das kann man einfach so irgendwie in den Alltag mit einbringen. Ne? Das sieht aus, als hättest du gerade neu Parkett verlegt. Weil das so glänzt. Echt richtig schön. Wow, guck dir das an. Ja, so normalerweise putze ich nicht gerne den Boden. Ich auch nicht. Aber du musst einfach nur clever genug sein und dir die richtigen Haushaltsartikel holen. Das ist natürlich toll. Schauen Sie mal, für 179 Euro bekommen Sie den leistungsstärksten Fußbodenstaubsauger, den leistungsstärksten Handstaubsauger mit Zubehör und auch noch eine Bodenpoliermaschine. Das ist eigentlich für den Preis nicht möglich. Und ich bin wirklich hellauf begeistert. Schau mal, auch hier so, weil der auch so gelenkig ist, kommst du auch mal schön unter einen Couchtisch oder unter das Sofa. Du kommst überall hin. Ne? Und hier sehen wir noch mal diese rotierenden Teller. Das ist natürlich genial. Und das ist auch sowas, wo ich mir sage, Mensch, bevor ich mir jetzt drei Geräte nach Hause hole, lieber ein gutes, kompaktes. Ja, und dann habe ich auch wieder mehr Platz für andere Sachen. Hoppala, hier ist aber glatt, Mensch. Haben Sie eben gesehen, wie sich Jessies funkelnde Schuhe im Boden gespiegelt haben? Also das kriegt man so gar nicht hin, weil das eben auch sauberes Wasser ist. Es ist immer sauberes Wasser, mit dem gewischt wird. Ja. Es ist nicht so, als wenn Sie wischen und dann wird das Wischwasser immer schmutziger und schmutziger, sondern Sie haben immer sauberes Wasser, mit dem Sie das machen. Ganz zu schweigen natürlich vom leistungsstärksten Akkuzyklon-Staubsauger, den wir im Programm haben. Und das will schon was heißen. Damit haben Sie sogar als Handstaubsauger den leistungsstärksten. Keinen Schlauch, den Sie über die Schulter machen, wenn Sie Treppen machen müssen. Kein Kabel, was Sie immer alle 5 Meter woanders reinstecken müssen. Unser 3-in-1-Zyklon Hand- und Bodensauger mit Wischaufsatz hat die Bestellnummer NX4855569 zum TV-Sonderpreis von 179,54 Euro. Hier sparen Sie über 10 Euro zum Katalogpreis oder pearl.de. Pearl TV hat immer die besseren Preise als all unsere anderen Kanäle. Und es lohnt sich, damit Pearl TV zu schauen. Die Preise gelten allerdings nur für 2 Stunden, bis zu 2 Stunden nach der Sendung. Wenn Sie nicht selber saugen wollen, sondern einen Roboter die Arbeit machen lassen, dann haben wir das nächste Produkt für Sie. Ja, und das ist jetzt wirklich was für ganz clevere Menschen. Nämlich ein Saug- und Wischroboter. Das ist nicht nur ein Roboter, der ihren Boden saugt, sondern auch gleichzeitig noch wischt. Und das ist wirklich, also wer den zu Hause hat, ich habe ja auch ein Zuhause, und ich kann Ihnen nur sagen, seitdem war mein Fußboden noch nie so sauber. Man hat dann so eine Grundsauberkeit, gerade mit Haustieren, das kennen Sie vielleicht. Na, dann tragen die Leckerlis und das Futter hin und her und das Fell, was sie verlieren. Und schauen Sie mal, das ist unser schickster Staubsauger und Wischroboter, den wir hier bei uns im Sortiment haben. Und den habe ich jetzt hier mit einer App gekoppelt. Die nennt sich Elesion, die ist kostenlos. Und der legt jetzt, das hier ist so ein Gyrosensor, dieses runde Teilchen hier. Und damit legt er jetzt einen Grundriss Ihrer Wohnung an. Das ist jetzt hier unsere Wohnung, das ist der Grundriss. Ich habe den vorhin schon mal fahren lassen. Das heißt, rot bedeutet, da war er schon überall. Und das ist das Tolle. Jetzt haben wir hier verschiedene Modi. Ja, wir können kehren, wir können wischen. Und das ist jetzt wirklich was ganz, ganz Tolles. Schauen Sie, jetzt haben Sie hier dieses kleine, kompakte Teilchen, mit dem Sie natürlich auch ohne App steuern können. Na, einmal hier oben drauf drücken. Jetzt legt er los. Und jetzt können Sie das hier verfolgen. Können die natürlich auch hierüber steuern, wo der jetzt hier überall lang saugt. Und das ist natürlich toll. Der fährt übrigens auch automatisch an seine Ladestation ran, wenn der jetzt merkt, okay, der Akku ist leer. Weil der kann ja bis zu 140 Quadratmeter saugen und wischen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Und sobald sein Akku leer ist,
fährt der automatisch an die Ladestation. Jetzt hatte ich mich mal bewusst neben den kleinen Kerl hier gekniet, weil wir haben hier von der Geräuschbelastung her, der ist sehr, sehr leise auch, 85 Dezibel. Es gibt sehr laute Staubsaugerroboter, aber gerade wenn du dann Kinder hast, die vielleicht schlafen oder vielleicht der Partner, der in der Nachtschicht arbeitet, da ist es natürlich hier toll, wenn der auch hier sehr, sehr leise ist. Außerdem hat der auch noch die Möglichkeit, dass sie No-Go-Areas anlegen können. Das heißt, wo er mal nicht putzen soll. Vielleicht, weil sie da sagen, Mensch, da schlafen gerade die Kinder oder da soll er nicht putzen, weil da liegt zu viel rum gerade, da lohnt sich das nicht. Das ist das Tolle. Der erkennt sogar, der hat so Sensoren. Das heißt, die erkennen sogar, die erkennen eben zum Beispiel eine Vase oder eine Treppe oder eine Stufe, wo er eben gerade ist. Wo gerade was rumsteht, wo er eben nicht saugen soll. Das ist natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Außerdem haben Sie hier verschiedene Reinigungsmodi, den Eco-Modus, den Standard-Modus und den Power-Modus. Dann können Sie natürlich, und das hatte ich ja eingangs erzählt, nicht nur trocken saugen, sondern auch wischen. Und das ist eben was ganz, ganz Tolles, ne? Weil es gibt ja viele Saugroboter mittlerweile auf dem Markt, aber Saug- und Wischroboter, die sind dann schon sehr, sehr teuer. Aber du willst ja nicht immer nur saugen, du willst ja auch mal ordentlich durchwischen und das womöglich natürlich auch immer mit frischem Wasser. Hier sehen wir auch was Tolles. Der ist so flach, das heißt, der fährt dann eben auch mal unter einem Bett, unter einem Sofa oder eben irgendwo darunter, wo sie nicht hinkommen, ne, wo man normalerweise immer alles vorschieben müsste. Und schau mal, wie schnell der auch ist. Ne? Also der ist natürlich auch viel, viel schneller als wir, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, wir müssen ja erst saugen, dann erst wischen, dann müssen wir frisches Wasser holen, immer wieder den Lappen ausbringen. Das musst du ja hier alles nicht machen. Und hier sehen wir gerade den Wechsel des Wassertankes und des Staubbehälters. Und das geht wirklich sehr, sehr einfach. Ich zeige Ihnen den gleich auch mal, wenn wir zurück sind. Das ist wirklich, also für mich ist das der leiseste und der schickeste Staubsauger und Wischroboter. Weil wir haben ja mittlerweile sehr, sehr viele. Und dann werde ich immer gefragt, welcher ist für mich das Richtige. Also wenn Sie jetzt jemand sind, der einen Saug- und Wischroboter haben möchte, der aber sehr leise ist, dann ist das genau Ihr Modell. Weil von der Lautstärke her hörst du den kaum. Und hier sehen wir nochmal diese tolle Ladestation, die ist gratis mit dabei. Ne, der fährt also auch automatisch an die Ladestation ran. Das ist natürlich ein großer Vorteil, gerade wenn du mal nicht da bist. Aber du kannst natürlich auch mit der App, kannst du hier auch verschiedene Putzpläne anlegen. Aber jetzt sehen wir hier schon mit Rot. Innerhalb von kürzester Zeit, wo der überall war. Ne? Also das geht sehr, sehr schnell, der Reinigungsvorgang. Hier sehen wir den, können wir den live verfolgen, wo der gerade ist. Also das ist natürlich toll. Ich möchte Ihnen auch nochmal den Wechsel zeigen. Schauen Sie mal, Sie haben hier diese Seidenbürstchen, ja? Damit der natürlich der Runde auch in das Eckige kommt. Und jetzt kann ich hier, das ist der Staubbehälter, wenn der voll ist, kann ich den einfach über den Mülleimer entleeren und nehme jetzt hier meinen zweiten Tank. Das ist jetzt der Wassertank, da ist so ein Putztuch, ne, das kann ich auch waschen. Da sind zwei Tücher davon, sind da mit dabei. Ja, wenn es schmutzig ist, schmeiße ich die mal einfach in die Waschmaschine rein. So, und jetzt, schauen Sie mal, so einfach ist der Wechsel. Also das ist der Wassertank, ja, und wenn ich das jetzt hier wieder wechseln will mit dem Staubbehälter, dann setze ich jetzt hier den Staubbehälter dran. Also Sie sehen, das geht auch ganz schnell. Dann haben wir hier so eine kleine Gummilippe, so eine rotierende Bürste. Ne? Einmal die Gummilippe und dann hier diese kleinen Bürstchen. Die ziehen jetzt natürlich hier die Haare sehr, sehr zuverlässig auch in diesen Staubbehälter rein. Und guck mal hier, unser ist schon echt flink und will überall putzen, unser kleiner Kerl hier. Sie können den natürlich auch manuell steuern. Ne? Sie sehen ja, der ist auch sehr einfach bedienbar. Wenn Sie jetzt zum Beispiel kein Handy haben, drücken Sie einmal hier nur auf den Start-Stopp-Knopf drauf, dann geht er auch automatisch an. Ich muss natürlich erst auf den Boden setzen, dann geht das ganz, ganz einfach. Aber das ist das Schöne, ne? Und schick sie da auch noch aus. Der ist ja sehr anhänglich zu dir, ne? Guck mal, jetzt putzen beide. Ja. Es ist natürlich super, dass man so einen Roboter hat, der einem diese lästige Arbeit abnimmt. Saugen und wischen, die Absteuerung, da werden viele drüber lachen. Also zu Hause, wenn Sie zu Hause sind, brauchen Sie es nicht. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie erwarten Besuch und dann können Sie einfach von der Arbeit aus einfach sagen, Mensch, mach doch schon mal die Wohnung, damit nachher alles sauber ist. Oder Sie sind im Urlaub. Tag vorher sagen Sie, Mensch, mach doch mal die Wohnung sauber, dann kommen Sie in ein sauberes Zuhause. Unser WLAN-Staubsauger und Wischroboter hat die Bestellnummer ZX7121569. Haben wir auch letztes Jahr ganz, ganz neu bekommen hier. Unser WLAN-Saug- und Wischroboter. Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsprodukt, deins und meins, Anne. Ne? Ja. Und deins, glaube ich, auch, Jessica, inzwischen. Ja.
Wir haben einen Fensterputzroboter, einen Roboter, der Ihre Fenster putzt. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, jetzt ist ja der Fußboden sauber, der wurde gesaugt und gewischt. Mhm. Und jetzt wollen wir natürlich auch die Fenster putzen. Fenster putzen ist nicht nur die lästigste Hausarbeit, weil sie eben sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern auch eine der gefährlichsten Hausarbeiten, weil du gerade, wenn du hohe Fenster hast, musst du auf eine Leiter steigen mit einem schweren Wassereimer. Und deswegen ist hier die Revolution. Das ist ein Staubsauger, würde ich sagen, ein Fensterputzroboter von Hobart. Hobart steht für Home Robotics. Das heißt, die entwickeln nichts anderes als intelligente Haushaltsroboter. Und jetzt setze ich den mal hier an unsere Dachschräge, um ihn zu demonstrieren, wie zuverlässig der ist. Schauen Sie mal, Sie haben hier diesen kleinen Roboter. Ein Knopfdruck und noch ein zweiter Knopfdruck. Und ab jetzt müssen Sie nichts mehr machen. Denn ab diesem Moment reinigt er meine Fensterscheibe. Aber nicht nur Fensterscheiben, sondern alle glatten Oberflächen. Ob das hier Fliesen sind, obala, oder zum Beispiel auch mal rahmenlose Fenster, hier wie Spiegel zum Beispiel. Sie sehen ja, wir haben ja auch keinen Rahmen. Das ist für den gar kein Problem. Und das Schöne ist, in Kombination mit diesen beiden eingebauten Wassertanks. Man kennt Fensterputzroboter, da hast du keinen eingebauten Wassertank. Das heißt, du musst selber noch mal nass nachpolieren oder nass vorwischen. Aber hier haben sie alles in einem. Das heißt, diese Reinigungsflüssigkeit, die schenken wir ihnen gratis noch mit dazu. Das sind 220 Milliliter. Die füllen sie hier in die eingebauten Wassertanks hinein. Und dann macht der Rest der Fensterputzroboter. Das ist doch der Knaller, oder? Der hat da gerade gesprüht, der hat eben diese Flüssigkeit mit drin. Das heißt, der macht richtig gründlich sauber. Ich hatte gesagt, Anne und mein und Jessicas Lieblingsmodell. Ich habe ihn letztes Jahr mir zum Geburtstag gewünscht und bekommen. Du hast deinen anderthalb Jahre schon und du solltest einen bekommen, glaube ich. Ich wollte einen bekommen. Ich habe ihn mir zu Weihnachten gewünscht. Aber meine Eltern haben sich dann dazu entschieden, den selber zu behalten. Oh. Na, bestimmt nächstes Jahr. Kannst verstehen. Ja, der ist wirklich toll. Also, gerade wenn du viele Dachschrägen hast oder viele Fensterscheiben oder vielleicht ein Haustier und Kind, die ganz gerne auch mal an die Scheiben greifen, da wirst du ja nicht wieder... Also Fensterputzen ist für mich so ein bisschen, naja, ich will es nicht Zeitverschwendung nennen, aber du putzt, und kurze Zeit später regnet es und deine Scheiben sehen nach 2 Stunden genauso aus wie vorher. Und das ist dann schon, ja, irgendwo auch Zeitverschwendung, weil diese Zeit, die ich mit Fensterputzen verbracht habe, hätte ich auch in was anderes investieren können, wie mit den Kindern spielen oder mal ein gutes Buch lesen. Und im Haushalt hast du ja nicht nur Fensterscheiben, da hast du ja auch mal Fliesen in der Küche, wenn sie gekocht haben. Oder zum Beispiel auch im Badezimmer, Kalkablagerungen, all dieses, ne, das kennen Sie. Schauen Sie mal, was ich mache. Ich nehme den jetzt hier einfach herunter und setze den auf die nächste glatte Oberfläche. Und das sind jetzt in dem Fall hier unsere Fliesen. Ja, und schauen Sie mal, selbst Fliesen mit vielen, vielen Fugen sind für den gar kein Problem, weil der gleicht diese Unebenheiten durch Unterdruck aus. Und somit kann der eben auch mal Fliesen reinigen oder Spiegel oder andere glatte Fronten. Spiegelfronten, so ein Spiegelschrank mit Schwebetüren hast du, hab ich. Da sind immer Fingerabdrücke drauf. Den kann man einfach ransetzen. Der saugt sich fest, deswegen fällt er nicht runter. Und dann fährt er alles ab und sprüht immer genau die richtige Menge Flüssigkeit drauf, um es sauber zu machen. Deswegen ist er sehr sparsam mit der Flüssigkeit. Ja. Aber andererseits, natürlich gibt es auch keine Tropfnasen. Es ist keine Sauerei auf der Fensterbank oder egal, wo Sie ihn einsetzen. Der ist universell einsetzbar auf alle glatten Flächen. Und Sie haben eine Menge glatte Flächen zu Hause. Deswegen macht es Sinn, den hier zu kaufen, weil dann ist es nicht mehr wirklich Fenster putzen, bis es gar nicht mehr geht. Oder so ein Duschkabinen oder Fliesenspiegel. Alles kann man damit machen. Da wartet man eben nicht mehr, bis es wirklich nicht mehr geht oder bis Besuch kommt. Sondern kann einfach mal sagen, ach Mensch, das ist jetzt dreckig, hier sind Zahnpasta-Spritzer drauf. Das mache ich jetzt eben mal sauber, ransetzen und los. Du hast vorher auch noch nie von Fensterputzrobotern gehört, ne? Nee, noch nie. Also das ist nur hier in der Sendung, habe ich das erste Mal gesehen und auch davon gehört. Und ich bin auch begeistert. Also es erspart einen echt sehr viel. Also das Vorgängermodell war ja auch schon ruckzuck ausverkauft. Das war ja unser beliebtestes Modell. Jetzt haben wir eben einen Nachfolger und auch da bin ich echt begeistert. Schauen Sie mal, hier ein Markenprodukt von Hobart. Hobart ist spezialisiert auf die Entwicklung von intelligenten Robotern für den Haushalt. Ja. Und gerade Fensterputzen ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Schauen Sie da mal im Internet nach. Da gibt es sehr, sehr viele Berichte, die mir auch so Angst gemacht haben. Denn im Haushalt passieren mehr Unfälle als auf den Straßen. Das ist schon beängstigend, oder? Ja, es passieren mehr Unfälle als auf den Straßen. Gerade Fensterputzen ist da auch noch die gefährlichste Sache, weil man hat so Fenster, die sind meinetwegen über einem
die sind meinetwegen über so ein Treppenhaus oder Fenster, die man nur nach außen, von außen rankommt, da lädt man sich eben aus dem Fenster. Oder ein ganz normales Fenster, wo man auf der Leiter steht, man beugt sich so rüber, dass man die letzte Kante noch kriegt. Und die Kante, die man nicht mehr kriegt, dann beugt man sich noch ein Stück rüber. Und dann ist es eben zu spät, man fällt runter. Ganz zu schweigen von der ganzen Arbeit. Man braucht keine Leiter, keinen Eimer, keinen Abzieher, keine Lappen. Alles zusammen hier mit diesem Fensterputzroboter. Ein Roboter, der Ihnen diese Arbeit abnimmt, der hat die Bestellnummer ZX7080569. Anne und ich haben das Vorgängermodell. Jessica hätte diesen beinahe bekommen. Aber wir drücken die Daumen, dass deine Eltern ihn dir bald zum Geburtstag schenken. Wann hast du Geburtstag? Am 11.7. 11.7. Oh, bist du Krebs wie ich? Ja, Krebs. Schön. ZX7080569 für unseren neuesten und besten Fensterputzroboter. Wir wollen noch einmal zusammenfassen. Wir haben angefangen mit Staubsaugen, Anne. Ja, wir haben angefangen mit unserem Akku-Zyklon-Staubsauger. Kabellos, bordlos, aber dafür mit einer Akkuleistung von bis zu 50 Minuten. Der ist ultra kompakt, kommt mit Wandhalterung zu Ihnen nach Hause, mit den Aufsätzen als Handstaubsauger. Und das ist natürlich toll. Der ist immer griffbereit und hat eine absolut starke Leistung. Durch die motorbetriebene Bürste und natürlich die Zyklontechnologie macht es ihm möglich, dass der sogar teilweise mehr Kraft hat als ein kabelgebundener Staubsauger. Und das ist die Revolution. Und das heute hier für kleines Geld. Genau, NX3370569 ist die Bestellnummer, 85,49 € ist der TV-Sonderpreis für unseren 2-in-1 Akku-Zyklon-Staubsauger. Der hat eine Bürste unten dran, dass er sogar hart sitzende Krümel und Hundehaare rausbürstet aus ihrem Teppich. Hat kein Kabel, keinen Schlauch, super leicht zu reinigen. Wir machen weiter mit dem nächsten, wir haben noch einen Staubsauger. Ein 3-in-1-Gerät sogar für einen kleinen Preis. Das ist ein leistungsstarker Akku-Zyklon-Staubsauger, der ist übrigens fertig, der Kerl hier. Der reinigt mit 20 Kilopascal Leistung. 20 Kilopascal Leistung ist unnormal viel. Kabelgebundene haben zwischen 10 bis 15 Kilopascal. Der hat 20 Kilopascal Leistung. Ebenfalls ein Akku-Staubsauger, das heißt auch hier ohne Kabel. Dann können Sie ihn ruckzuck zu einem Handstaubsauger umfunktionieren. Und was die Revolution ist, Sie können den sogar umfunktionieren zu einem Wischstaubsauger. Also der hat einen Wassertank, damit können Sie wischen und polieren gleichzeitig. Das heißt, drei tolle Funktionen und das in einem kompakten Gerät. Unser 3-in-1 Akku-Zyklon, Hand- und Bodensauger mit Wischaufsatz. Eine Dreifachfunktion habe ich so auch noch nie gesehen. Hat die Bestellnummer NX4855569. Der leistungsstärkste Akku-Zyklon-Staubsauger mit Wandhalterung, alles dabei. NX4855. Und jetzt haben wir als nächstes noch einen Staubsauger, der Ihnen das sogar noch abnimmt, die Arbeit selber zu saugen. Nämlich ein Saug- und Wischroboter. Und den sehen Sie jetzt hier. Ein kleiner, schlanker Kerl, der unters Bett fährt, unter Tische, unter Sofas und dabei auch noch sehr leise ist mit 85 Dezibel. Also das ist wirklich sehr, sehr leise für so ein tolles Gerät. Der saugt und wischt und der kann sogar die Mapping-Funktion, das heißt, er legt einen Grundriss Ihrer Wohnung an, damit er auch jedes Mal weiß, wo steht etwas, wo ist welcher Raum. Sie können einen Putzplan anlegen. Der hat sogar Sensoren, die erkennen, wo eine Vase ist oder ein Abgrund oder Treppenstufen, damit er nicht einfach herunterstürzt. Und Sie haben hier einen riesen Wassertank und einen riesen Staubbehälter. Der kommt gratis noch mit dazu. Und zwei Wischaufsätze, also ist alles dabei. Umfangreichstes Zubehör bekommen Sie dazu. Der macht super sauber, sowohl trocken als auch nass. Es ist ein Saug- und Wischroboter, den wir Ihnen auch vorgestellt haben. Und zum Schluss unser Lieblingsgerät, ein Fensterputzroboter. Nicht nur ein Fensterputzroboter, es ist der Fensterputzroboter von Hobart. Ein sehr cleveres und intelligentes Kerlchen, weil er zum einen mit Unterdruck arbeitet. Somit kann er sich auf nahezu jeder glatten Oberfläche ansaugen. Ob das Fliesen sind, ob das Spiegel sind, ob das Dachschrägen sind. Egal wo, der nimmt das ohne Probleme. Und er hat sogar zwei eingebaute Wassertanks. Schauen Sie mal hier links und rechts. Und schauen Sie mal, ich kann auch jederzeit den Vorgang abbrechen. Kann ihn auf die nächste Scheibe setzen. Ach, guck mal, der konnte nicht weiterfahren, weil er im Kabel gefangen war. Ja, weil unser Scheibe drauf stand. Schauen Sie mal, so einfach geht das. Ein Knopfdruck und so wischt man heutzutage die Fenster. Und die Fenster werden blitzeblank und spiegeln sich. Ich weiß nicht, ob Sie sehen das hier unten, wie er sich drin spiegelt. Unser
Profi-Fensterputzroboter mit Sprühfunktion, das neueste und größte Modell, was wir haben, ZX7080569. Das ist das Nachfolgemodell von dem, den Anne und ich haben. Und das aktuelle Modell, das Jesse beinahe zu Weihnachten bekommen hat, unser Hobart 2S Profi-Fensterputzroboter ZX7080569. Ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen, dass Sie mehr Spaß bei der Hausarbeit haben, dass Hausarbeit leichter wird für Sie. Gerade jetzt ist es nass und kalt draußen, da kommt jede Menge Dreck immer mit rein. Man sitzt natürlich auch gerne mehr zu Hause. Das heißt, man macht mehr Krümel auf dem Sofa, auf dem Boden, egal wo. Und natürlich Fensterputzen, die lästigste Arbeit von allen. Damit haben wir nichts mehr zu tun, weil wir jetzt einen Fensterputzroboter haben. Also für den Frühjahrsputz, den Winterputz, es ist für alles gesorgt hier. Also müssen es schnell sein für den TV-Sonderpreis. Viel Spaß damit.